Dr. Calico? Und eine Sprühdose voll Kätzchen anlockendem Pheromonsaft. Ideen, Stacy. Angriff aus vier Richtungen. Er kann uns nicht alle vollsprühen. Er könnte natürlich einen von uns vollsprühen. Und dieser Unglücksrabe kriegt dann Katzenärger. Aber die anderen drei können Kater fertig machen. Kaltblütig gefällt mir, Jimbo. Umarmungen. Keine Idee. Templeton. Mit genug Heu kann ich eine gute Nachbildung von ihm machen. Wenn Kater die Attrappe vollsprüht, machen wir ihn einfach alle. Ein Opferschachzug spricht meine mörderischen Firmeninstinkte an. Aber das tut der Verkauf meiner Schrottanleihenversion an einen ahnungslosen Kunden auch. Zwei gute Ideen. Drei! Ja, sicher. Sieh an. Was hat denn die Katze da ausgekotzt? Mach dich vom Acker, anderes sprechendes Baby. Ich suche nach... Angriff aus vier Richtungen! Wer hat je von einer Sprühflasche mit vier Düsen gehört? Oh, ich hatte sehr, sehr viel Zeit im Gefängnis, um alle möglichen dummen Dinge zu erfinden. Keine Sekunde zu spät. Lauf! Die Milch hält sie nicht ewig auf. Ich laufe los und versuche, sie wegzulocken. Nein! In diesen Schuhen? Ihr habt 2 bis 15 Sekunden für bessere Ideen. Ich baue einen riesigen Kratzbaum aus Heuballen. Gwendolyn hat ihn geliebt. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Eine von euren Ideen, würde ich sagen. Katzen lieben es zu kratzen. Ich kann diesen Zwerg-Pumas entkommen. Dann mach dich lieber auf die Socken, Boss. Aber irgendwie gefällt mir Jimbos Idee. Je verrückter, desto besser ist mein Motto. Ich baue den Kratzbaum und ihr könnt mich nicht aufhalten. Hallihallo! Mission erfolgreich ausgeführt. Finanzkrise! Ich hab das Baby! Wo ist mein Baby? Da ist Tim! Tammy! Wo versteckst du dich denn nur? Oh, Tempisch! Bitte hilf uns, wir dürfen nicht schon wieder die Letzten sein, die ihr Baby fangen. Siehst du deinen Bruder irgendwo? Nein, Dad. Ich kann ehrlich sagen, dass ich meinen Bruder im Moment nicht sehen kann. Ich hab das Baby! Es müssen doch noch andere Babys im Spiel sein, nicht wahr? Das letzte Baby im Spiel ist das Templeton-Baby. Du bekommst diesen Trompetenkumpel. Bring deine Eltern verantwortungsvoll auf die Palme. Templeton-Brüdermeisterschaft-Vermächtnis gesichert. Fühlt sich gut an zu gewinnen. Und schlecht, wenn man weiß, dass unser Gefängnissystem undichter ist als eine Windel aus Seidenpapier. Unser schlimmster Feind ist aus seinem Loch geflitzt wie eine Kakerlake. Und du weißt, was man über Kakerlaken sagt. Sie kann eine Woche ohne Kopf überleben? Was? Nein, ich meine... Sie kann 40 Minuten die Luft anhalten? Genug Kakerlakenfakten. Ich meinte, wenn man eine sieht, sind da immer noch mehr.